Liebe Schulgemeinschaft, das Gastland hat die Bedingungen der Beschulungen wieder angepasst. Wir haben nun die Möglichkeit, mehr Schülerinnen und Schüler im Gebäude zu unterrichten, allerdings nach wie vor mit einer maximalen Gruppengröße von 15 Schülerinnen und Schülern pro Gruppe. Dies bedeutet für uns planerisch als auch personell eine Herausforderung. Wir wollen in der Lage sein, an jedem Tag die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht zu unterrichten und das von 7.50 Uhr bis 13.05 Uhr, also bis zur sechsten Unterrichtsstunde. Durch die Reduktion der Klassengrößen von 25 auf maximal 15 entstehen nicht für das Schuljahr ursprünglich geplante 15, sondern 20 Schülergruppen, teilweise durch Arabisch, Französisch und Ethik-Islamkunde. Dabei werden erheblich mehr Unterrichtsstunden im Bedarf verbraucht. Dies hat für die Schuljahresplanung erhebliche Konsequenzen. In diesem Schuljahr geht der Unterricht vor. Das bedeutet, es sind keine Entlastungsstunden mehr verfügbar für Förderunterricht, für LRS-Förderung, für Kunst- und Musikprojekte. Wir sind sehr verantwortungsbewusst, da die zweite Fremdsprache anerkannt wird, wenn ein Schüler, der letztes Jahr in Französisch unterrichtet wurde, in den Klassenstufen 8, 9 und 10 fortwährend unterrichtet wird. Damit erfolgt für Arabisch in Deutschland immer noch die Anerkennung als zweiter Fremdsprache. Schülerinnen und Schüler, die aus berechtigten Gründen die Schule nicht besuchen können, werden auf eine Live-Beschulung innerhalb der Klasse umgestellt und der Unterricht gewährleistet. Wir legen Klassen zusammen. Wir bilden drei erste Klassen. Die Klasse 1a und 1b zusammen haben unter 45 Schülerinnen und Schüler. Aus diesem Grund werden wir aus den bestehenden vier Gruppen drei Gruppen bilden. Edmodo bleibt Teil des Unterrichts und der häuslichen Arbeit. Diese Edmodo-Plattform dient lediglich der Unterrichtsergänzung. Wir werden zusätzlich dafür Sorge tragen, dass im Fall einer Infektion innerhalb des Schulgebäudes und einer Gruppenschließung im Online-Bereich Schülerinnen und Schüler mit den bisherigen Zoom-Codes der Lehrkräfte am Online-Unterricht der Klasse teilnehmen können, sodass ein schnellerer Übergang ermöglicht werden kann. Dies bedarf Zeit, Planungs- und Unterrichtstechnik. Dies wird das Angebot sein, das wir Ihnen unterbreiten können. Ich sage aber auch in aller Deutlichkeit, dass wir das ein oder andere Fach fachfremd unterrichten lassen werden. Wir werden versuchen, diese Lehrkräfte in den einzelnen Bereichen zu stärken. Jedoch wird dies auch Zeit in Anspruch nehmen. Der Ethik- und der Islamkundeunterricht in der Sekundarstufe muss weiterhin aussichtlich per Zoom gestaltet werden. Klassenmischungen sind präsent noch nicht möglich. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie nochmals gute Gesundheit und alles Gute für das Schuljahr 2021. Vielen Dank.